das hier mal zumachen. Oh. Wir werden jetzt mal... ein paar Ausweichrouten hier erstellen. Schon wieder seit 13 Minuten nicht gespeichert. Meine Güte. Ich könnte ja mal automatisches Speichern einstellen. Oh, dieses Bergwerk ist verbraucht. Da geht's los. Supi. Dann öffnen wir das nächste wieder. Wo sind die Kämpfer? Ich höre hier immer was. Aber ich sehe nichts. Ach, hier. Und da. Beim Feuer. Ja gut, aber wie ihr sehen könnt, das sind halt schwache Soldaten. Was unser Glück ist. Gegen die können wir uns noch verteidigen. Haben wir hier wieder. Keine weiteren Fischbestände. Okay. Da, das können wir nicht abreißen. Dann ist der Steinbruch da ohne Weg. Das ist schlecht. So, wie sieht es denn hier aus? Oh, hier staut sich alles. Machen wir hier mal ein paar Querverbindungen. Wir haben schon so viele Wege haben, kreuz und quer, dann können wir die auch hier für irgendwas nutzen. Ja, doch so irgendwie ein bisschen verbinden alles. Hier noch eine Straße. Was auch immer man da lang transportieren kann. Dass das alles ein bisschen besser rausgeht. Aber sieht doch jetzt hier 23 nur noch. Wasser muss natürlich auch gestopft werden. Das ist jetzt halt das Blöde. Dass jede Ware geht jetzt hier nach hier unten. Aber das muss jetzt erstmal so sein. So. Irgendwelche Umgehungsstraßen bauen. Das funktioniert meistens ganz gut, auch wenn das hier jetzt wirklich nicht hübsch aussieht. Und jetzt sage ich mal, wenn man die Straße halt wirklich, wenn man hier so eine richtig schöne Hauptstraße hat, kann man ja parallel dazu eigentlich dann bauen. Aber das funktioniert jetzt halt hier nicht, weil die... Ja, und jetzt können wir doch hier irgendwo, muss da eine Fahne zu setzen sein. Das wäre jetzt optimal. Das ist genau das, warum sich das an der Stelle hier staut. Weil der eine hier die doppelte Wegstrecke zurücklegen muss. Da. Wo läufst du denn jetzt hin? Ach, hier rein. Der wird abgeschossen. Von meinen Katapulten. Von meinem einen Katapult. Sollen wir schneller brennen hier. Jawohl. Und versinkt. Nee, noch nicht ganz. Der hat dort mehrere Soldaten dran, können wir beobachten. Zwei. Also er war voll besetzt. Okay.
Da, ja. Muss er nochmal, ne? Wie sind das eigentlich? Verteilung. Nö, da haben wir nichts. So, jetzt verteilt sich das aber hier langsam so ein bisschen. Überall wird gewuselt. Und das Zeug hier transportiert. Ich würde langsam mal die Bretter hier hinten für die Baustelle. Das wäre echt super nice. Machen wir es noch so. Los hier. Ah ja. Und Trevor. Das können wir mal wieder auflassen. Zum Gucken. Aber ja, mir geht es jetzt vorrangig erstmal darum, dass wir hier mal endlich hier wegkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Treffer. Ist nur noch einer drinne. Bergwerk verbraucht. Ich warte seit Jahren gefühlt auf diese Nachrichten. Jetzt sind wir zwei drin. Na gut, aber wir können so wunderbar seine Soldaten vernichten. Wir können ja mal schauen, was die Statistik sagt. Wir sind mit der Militärmacht halt aufgestiegen, ne? Aufgrund der Generäle, die wir jetzt haben. Aber ja, sind trotzdem noch hinter ihm zurück. Aber nochmal ganz kurz. Ja, er hat jetzt Gold gefunden. Solange uns die jetzt nicht entgegenwirft, ist mir alles recht. Sieht's denn jetzt hier aus? Jawohl. Auf jeden Fall mit dem Material, was wir hier eingelagert haben, können wir super einfach mal mehrere Schmieden und Schmelzen betreiben. Hier in der Verteilung, nee, nicht Verteilung, sind wieder zwei drinne da oben. Transport, genau. Wir müssen jetzt das hier mal hochsetzen. Die Kohle ist jetzt erstmal raus. Die können wir jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen runter tun. Nee, das doch nicht. Das bleibt mal schön oben. Die Kohle. Genau, das Gold haben wir ja aktuell gar nicht. Das kommt einfach mal hier runter. Dafür kommt die Nahrung hoch. Aber Nahrung haben wir jetzt hier nicht drin, ne? Nee, das ist das Lager. Wir brauchen das Hauptquartier. Nahrung haben wir keine drin. Nee, weil als nächstes müssen wir dann nämlich das hier mit auslagern. Damit das alles wegkommt. Keine Steine im Katapult, wie kann das sein? Sehr gut. So, und jetzt sind wir eigentlich so gut wie da. Ich werde jetzt hier eine Festung hinbauen. Was geht das nicht hier durch? Ernsthaft jetzt? Okay, nee. Na ja, dann bauen wir es halt so erstmal. Und hier eine Festung. Und damit ist dann hier diese Engstelle gesichert.
Oh, jetzt wieder voll besetzt da oben. Schade, schade. Wir müssen doch noch mal hier bei der... Nee. Obwohl doch, ja. Aber das mal hochsetzen. Und dass man durchkommt. Und hier kann man immer noch nichts bauen wegen der dämlichen Baracke. Ich speichere mal kurz ab und versuche die mal abzureißen. Nichts passiert. Dann muss das hier mal weg. Ist da jetzt viel? Liegt da was? Ich kann es nicht richtig sehen. Ist das Wasser? Ja. Oh mein Gott. Na gut. Ich denke mal, wir müssten trotzdem beide sein, die es beschießen kann, ja. Und das war leider daneben. Ich habe jetzt hier mal noch ein Katapult gebaut. Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Sag mal, wenn das Eisen hier raus ist, es ist nicht mehr viel, dann ist der Rest ist ja, sag ich mal, alles jetzt nicht so wertvoll. Ja, ob jetzt das Wasser hier drin ist oder nicht, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Die Steine wären noch gut, wenn wir die rauskriegen könnten. Und hier die Werkzeuge natürlich, aber ansonsten Wasser, nö, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wasser schon mal rüber holen können, sind ja die ganzen Leute. Die können ja einfach schon mal rüberlaufen. Ja, davon haben wir keine. Aber die können ja von sich aus laufen. Die brauchen ja niemanden, der sie da hin und her trägt. So. Jetzt wird das doch hier langsam. Habe ich zumindest das Gefühl. Und die Steine sind wunderbar da. Wie sieht das hier aus? Nicht mehr viel. Dann können wir tatsächlich anfangen. Also erstmal das andere. Jetzt das letzte Eisen ist raus. So. Was kommt jetzt? Ach, hier müsste ich mal noch links dran machen. Wo sind denn die auf einmal alle hin? Habe ich das nicht gerade schon mal gemacht? Genau, jetzt wird das raustransportiert. Das ist gut. Ja, und dann werden wir als letztes, wenn wir hier so... Hier oben das Baumaterial. Es wird.